endlich zur Familie. Dschungel-Daniele ganz aus dem Häuschen. Er hat endlich einmal Zeit, seine Familie wiederzusehen. Mitte Januar zog Daniele Negroni, 22, in den gefürchteten RTL-Busch und erkämpfte sich trotz Zigarettenentzug hinter Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, 25, den zweiten Platz. Seit der Rückkehr des DSDS-Stars aus Down Under jagt ein Termin den nächsten. Der Sänger ist gefragter denn je, da können die Liebsten schon mal auf der Strecke bleiben. Doch damit ist jetzt Schluss, ist endlich auf dem Weg nach Hause. Auf Instagram freute sich der Paradiesvogel tierisch auf die Auszeit im heimischen Passau. Es geht endlich nach Hause. Ich freue mich schon mega auf Familie und Freunde, erklärte er auf der beliebten Fotoplattform. Diese Atempause hat sich nach den Strapazen im australischen Busch aber auch wirklich verdient. Und vielleicht kann das Haar Chameleon wieder ein paar seiner verlorenen Camp-Kilos zurückgewinnen, schließlich gibt's bei Mama bekanntlich das beste Essen. Mit seiner Mutter Renate hat ein ziemlich inniges Verhältnis, die Liebe ging ihm sogar schon unter die Haut. 2013 ließ sich der TV-Star ein riesiges Porträt seiner Mama auf die Brust tätowieren. Aus der Öffentlichkeit hält sie sich allerdings eher raus. Auch bei der Dschungelankunft am Frankfurter Flughafen im Blitzlichtgewitter war Renate nicht dabei.